Moin Leute, ich bin der Steffen, kommt zu einem neuen Video auf meinem Kanal und es gibt den ersten Trailer für die neue Karte von Operation Parabellum, der Italiener-Saison. Dazu wissen wir jetzt auch, welcher Spezialeinheit die beiden Non-Operator angehören werden. Das ist die GIS, Gruppo di Intervento Speciale. Und die neue Karte spielt eben in einer Villa in der Toskana. Spezielle Features werden dabei sein, dass sie breite Treppen zu bieten hat, enge Tunnel und auch geheime Falltüren. Die Karte soll speziell wettkampfsorientiert sein. Ziel ist also ganz klar, dass diese Karte es auch in die ESL schafft, was nach einer Karte wie Tower auch schön wäre, denn die war eben ganz und gar nicht dafür geeignet. Es gibt wieder zerstörbare Fußböden, was ja auf Tower zum Beispiel komplett gefehlt hat. Dort konnte man nur Dropper zerstören und eben das vertikale Gameplay durch das Zerstören von Fußböden gehört auf vielen Karten mit dazu, macht diese vielen Karten sehr angenehm zu spielen und ich freue mich auch, dass das wieder mit drin ist. Dies bietet eben eine weitere taktische Ebene für Angreifer, aber auch für Verteidiger. Die Geschichte der Karte lautet so: Das Grundstück gehört den Vinci Guerras, einem gefährlichen Mafia-Clan, der für seine Schmuggelaktivitäten berüchtigt ist. Das Haus ist ihr Rückzugsort, hier führen sie ein Leben Luxus und sammeln seltene Kunstwerke. Die derzeitige Situation in Kurzfassung: Vor der großen Razzia verbrennen die Vinci Guerras Dokumente und schaffen ihr Vermögen außer Lande. Doch sie haben Wind von Operation Parabellum bekommen und sind geflohen. Sie hinterlassen ein Chaos, in dem überall wichtige Informationen zu finden sein könnten. Schauen wir uns mal einzelne Szenen des Trailers an. Die Villa besteht aus mindestens 3 Etagen, vermutlich sogar noch einem Kellerbereich. Wenn man sich diese Szenen mal so anschaut, wir haben keine Fenster, keine natürliche Beleuchtung, sondern nur über extra Lampen. Also es könnte sich da nochmal um einen extra Kellerbereich handeln. Von der Länge und der Breite haben wir auf jeden Fall eine solide Größe, sowie noch einen Turm an der Außenseite. Es gibt ein kleines Skylight, worüber man bestimmt das Gebäude betreten kann. Vom Stil her sieht das schon alles etwas klassischer aus und es macht damit einen sehr schönen Eindruck. Und dennoch wirkt die Beleuchtung ganz okay. Ein paar dunklere Ecken gibt es schon, aber da haben wir auf jeden Fall schon Schlimmeres gesehen. Wir sehen auch verschiedene Räume, wie eine Küche, einen Weinkeller, Wohnzimmer, Schlafzimmer, einen Trophäenraum und, und. Da ist auf jeden Fall für viel Abwechslung gesorgt, dass man am Ende auch gute Calls geben kann, damit jeder sofort versteht, welcher Raum ist nun gemeint. So auf den ersten Blick gefällt sie mir echt gut. Man hat die großen Versuche dieses Mal etwas reduziert und sich mehr darauf fokussiert, ein typisches Map-Design zu bieten, speziell eben für den E-Sport eine neue Karte zu haben. Und ja, solche Karten gefallen mir am Ende doch am besten. Die letzte in meinen Augen richtig geile Karte war eben Coastline, die ist aber auch schon vor einem Jahr erschienen. Seitdem haben wir noch Theme Park und Tower bekommen. Theme Park finde ich mittlerweile immerhin okay. Tower ist gar nicht mein Fall und es wäre damit sehr schön zu sehen, wenn wir wieder eine echt gute Karte bekommen würden. Aber dies erfährt man wahrscheinlich erst dann, wenn man die Karte auch selber gespielt hat. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Twitter, Instagram und Co. findet ihr alles in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne mal vorbei. Seht euch beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.